Hummels wieder gespielt. Auf Müller. Die Führung für Berlin. 54 Sekunden in dieser 5 gegen 3 Überzeit des Spiels. Und dann liegt die Scheibe zu schnell. Keine Chance für Jack Hildebrand. Pilal als Bumper lässt sich gut fallen. Und Ellis, Scheibe mal Richtung Tor gebracht. Und jetzt Carter Rowney. Ah, starke Bewegung von Carter Rowney, gut gespielt und da ist der Ausgleich. Jerry D'Amigo. Aus heiterem Himmel ein Konter über Carter Rowney, der das überragend macht. 30-jährigen US-Amerikaner. Rowney setzt sich durch gegen Nöbels, hängt ihn ab und dann eine Bewegung nach innen. Ellis nicht nah genug dran an Jerry D'Amigo. Das ist natürlich auch zu einfach, auch wenn Ryan Better noch nicht so erfahren ist. Die Eisbären, sie brauchen Punkte, sie brauchen Siege. Am besten nach 60 Minuten, alles andere wäre eigentlich schon zu wenig. Jetzt haben sie die Möglichkeit und erzielen das 2:1. Manuel Widerer zwingt die Scheibe über die Linie mit dem Beinschuss für Jack Hildebrand. Aber da standen sie zu zweit völlig blank vom Frankfurter Goalie aus Deggendorf. Gucken wir nochmal. Situation eigentlich fast aufgelöst. Hätte auch noch abspielen können auf Grenier, macht es aber selber. Und der Treffer gibt ihm natürlich recht. Hildebrand bekommt da die Schoner nicht rechtzeitig zu. Und Freude beim Berliner Anhang. Marcel Nöbels. Körtler, gut gespielt, auf die Kelle von Leo Föderl und der spürt den Doppelpack. 10 Sekunden gespielt in der Überzahl und das 3:1 für die Hausherren. Klasse Aktion. Steven Clark setzt den Screen vor Hildebrand, der sieht gar nichts. Berlin verteidigt das. Und die Halle, sie tobt. Drei wichtige Punkte für die Eisbären Berlin im Kampf um die erste Playoff-Runde. Durchatmen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.